Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Nein. Tatsächlich nicht. Ladies and Gentlemen, was könnte ich jetzt noch machen? Das ist ja jetzt echt doof. Potion of Immortality. The Contractor agrees to infiltrate the book. Story of Future and the Past. Seht ihr das? Da gibt es ein Buch. Die Geschichte der Zukunft und der Vergangenheit von R.R. Kenanji. The Commissioner agrees to pay the negotiated sum upon the fulfillment of the contract. Der Unterzeichner agrees, also agree, also vereinbart die Zahlung, die nötig ist, die benötigte Summe, um den Kontrakt zu erfüllen. 4,2 EM lag 6,8. Potion of Immortality. Gut, wir kommen nicht weiter. Das ist sehr interessant. Es muss noch irgendetwas geben, was ich übersehen habe, Ladies and Gentlemen. Aha, das ist also wirklich... Gibt es hier nicht irgendwie an der Wand noch was? Gar nichts? Nein. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Sehr interessant. Ich mag das, dieses Rumtüfteln ein bisschen. Wir gehen mal nach unten. Gleiche Ebene. Das ist ja echt doof jetzt, ne? Heizungskeller? Ach, da kann man gar nicht weiter. Doch, man kann nach unten gehen. Dann kommen wir hier raus beim Ofen. Beim Ofen. Ist schon sehr gut gemacht, finde ich. Vor allem auch die Art und Weise, wie das dargestellt wird. Gibt es denn hier nicht noch irgendetwas, was ich übersehen haben könnte? Man muss schon sehr genau... Das ist alles Asche hier. Nichts, nichts. Ladies and Gentlemen, Nils ist ein bisschen fassungslos. Da ist eine Tür. Da kam ich ja her, ne? Da liegt auch ein Toter. Ja, Wahnsinn. Die lassen den einfach liegen. Welcher normale Mensch lässt dann das hier liegen? Macht doch auch keiner. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Wir haben irgendwas übersehen. Oh, die lebt noch. Na gut, dann müssen wir halt so lange rumsuchen, bis wir die Lösung finden. Die hat sich ja wieder bewegt. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ratlos jetzt. Warte mal, wir haben doch einen Schlüssel. Hatten wir nicht einen Schlüssel? Ja, hier. Naja, also. Dann geh doch mal da rein. Was passiert denn hier? Ich sag, oh, bin ich aber gespannt. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt, dass wir einen Schlüssel gekriegt haben. Puh, der passt. Yeah! Rein damit. Was? Ist das jetzt neu? Ja, ich glaube, hier waren wir noch nie. Was ist das hier? Lauter Fässer. Auf dem Schild am Fass steht Proviant und Zutaten für Alexander Metiskis Labor. Es ist leer. Ach komm, was zu essen?
Nichts. Ich muss doch gar nicht klicken. Ich kann drüber fahren. Ausgangstür. Was ist denn eine Ausgangstür? Das ist neu. Das ist neu, cool. Er hat keinen Kopf. Der Arme. Ein bisschen was zu essen, cool. Die Fässer riechen nach Eiche und nach Wein. Hoffentlich ist es ein guter Rotwein. Du kannst den Wind durch die Ritzen zwischen den Ziegeln spüren. Sieht aus, als hätte jemand den Eingang zum Labor zugemauert. Warum? Wir haben ja Gott sei Dank den Hammer. Endlich geht's weiter, Leute. Menschliches Skelett ohne Kopf. Das ist echt spooky. Montagebereich. Wow. Okay. Da kommt Licht rein. Ein paar Münzen, ja. What? Wo bin ich? What? Der ist einfach da durchgelaufen. Wo bin ich denn jetzt? Ach hier, komm mal erstmal hier nochmal her. Erstmal ein bisschen gucken. Wahnsinn. Ich habe hier schon Werkzeuge gesehen. Na, 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 na. Bleib mal hier. Was ist hier? Wieso kann ich das hier verschieben? Nochmal Werkzeuge. Die werden wir später nochmal brauchen. Notiz, gucken wir mal rein. Ich bin jetzt sehr, sehr gehypt. Auf dem Schild steht, nimm das ganze Geld, das du von deinen Kunden bekommst, um nach Rosentown zu fahren. Alle schicken Teppiche aufzukaufen und sie nach Victoria zu schicken, so wie früher. Was? What? Nimm das ganze Geld, das du von deinen Kunden bekommst, um nach Rosentown zu fahren. Um sie die Teppiche dann nach Victoria zu schicken? Okay. Münzen, ich sag's doch, man muss sehr genau klicken. Das ist hier mal. Ich will jetzt nicht sagen, dass es verbuggt ist, aber. Achso, er erkennt nicht, dass ich die Wand anklicke. Deswegen, wie viel habe ich denn jetzt schon? Ich habe hier 78 Münzen, das ist eigentlich recht viel. So, wie bin ich denn jetzt? Achso, ich bin hier reingekommen. So, was ist, um Himmels Willen, was ist das hier? Also ihr seht, das ursprüngliche Buch war der alte Bereich. Und dann ist jemand gekommen und hat hier einen neuen Bereich gemacht. Behälter mit den unterschiedlichsten Dingen darin, Ziegelsteine, Bretter, alles Mögliche. Behälter mit den unterschiedlichsten Dingen, okay.